Ha, Lialo, wir haben es ja im Moment mit WLAN. WLAN. Ich bin ja ein bisschen auf WLAN umgestiegen und guck gerade mal so ein bisschen Sicherheit. Ne? Gut, Sicherheit. Bin darauf gestoßen, dass das WLAN-Passwort unverschlüsselt in einer Datei im Ordner etc. Network Manager System Connection steht. Braucht man natürlich Root-Rechte dafür, um sich die Datei anzusehen. Also mit CD in das Verzeichnis wechseln, mit LS alle vorhandenen Dateien auflisten und dann zum Beispiel mit Root-Rechten die entsprechende Datei, hier beispielsweise mein WLAN, auflisten, darin enthalten in Klartext das WLAN-Passwort. Ist insofern tragisch, dass selbst ein System, bei dem der persönliche Ordner verschlüsselt ist, hier angreifbar wäre. Zum Beispiel über eine Live-CD, die jemand einlegt, oder ein parallel installiertes Linux-System auf dem gleichen PC. Ja, genau, da kann man auch root werden. Geht einfach auf die entsprechenden Laufwerke des anderen Linux-Systems, hier in dem Fall Linux Mint, geht in den Ordner und schaut sich die Dateien an, findet dort das WLAN-Passwort. Könnte ganz nett sein, wenn man es mal vergessen hat und nicht mehr ins System kommt. Gut, aber wie gesagt, unglücklich, wenn jemand anderes mal Root-Rechte erlangt. Wie das geht, hatten wir in unseren Videos zu Shell Command Injection. Oder wir können natürlich auch den Grub-Bootloader manipulieren. Bei manchen Systemen ist es auch so, dass standardmäßig im Reparaturmodus gar kein Passwort abgefragt wird. Da wird man einfach so root. Ja, was könnte man tun, um das zu umgehen? Mir wurde dann gesagt, in Foren ausschalten, dass alle Benutzer dieses Netzwerk verwenden dürfen, ne, in den Optionen. Dann soll die Datei im gegebenenfalls verschlüsselten Ordner des Users landen und nicht mehr in, ja, etc. Network Manager System Connections. Das funktioniert ja natürlich auch nur, wenn der persönliche Ordner auch verschlüsselt ist. Am sichersten wäre es also, die komplette Festplatte zu verschlüsseln, damit nicht von einer Live-CD oder Tricks mit dem Grub-Bootloader doch noch auf das entsprechende Laufwerk mit Root-Rechten zugegriffen werden kann, im entsprechenden Ordner die entsprechenden Dateien durchforstet werden können, um dort das WLAN-Passwort sichtbar zu machen. Könnte, wie gesagt, unter Umständen nützlich sein für jemanden, der nicht mehr in sein System kommt, aber weiß, da ist das WLAN-Passwort noch gespeichert und er hat es vergessen. Wäre so die Möglichkeit, da nochmal ranzukommen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.